Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frostpunk 2. Wir haben viel getan in der letzten Folge. Oh, ich muss mal wieder auf Play drücken. So. Wir haben das Vertrauensvotum gewonnen. Wir dürfen im Oberhaupt bleiben. Das hat uns... Ja, wir haben verhandelt und das hat uns einfach nur gekostet, dass wir jetzt hier ein bisschen die Expedition quasi unterstützt haben. Was ja auch gut so ist, weil wir genau das jetzt auch tun sollten. Was habe ich denn hier Neues? Ah, Hauptquartier der Überlebenskünstler. Ja, das sollten wir da jetzt auch mal reinbauen, wenn wir es schon erforscht haben. So, wir rennen damit. Gerade sind sie ja auch schon auf Expedition. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, ne? War vielleicht doof. Da hätten wir wahrscheinlich schon Leute gespart. Warte mal, müssen wir hier nochmal gucken. Erkundungszeit, Gefahrenstufe sinkt. Vielleicht bringt uns das noch was. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das schon was bringt für die Expeditionen, die schon laufen. So, wir haben auch schon... Warum haben wir denn schon wieder so viele Leute hier? Ich habe doch gerade erst Wohnungen gebaut. Okay. Und Essen ist auch schon wieder knapp. Was ist denn los? Okay. Das ist aber eskaliert hier. Also, wir brauchen Wohnbezirke. Würde ich sagen, ich baue die hier oder dort. Warte mal. Kann ich vielleicht... Könnt ihr auch einfach erweitern, ehrlich gesagt. Ich erweitere mal einfach. So. Vielleicht reicht das ja auch schon. Ich meine, so viel brauchen wir eigentlich gar nicht. Kann ich hier auch erweitern? Nee, hier geht's nicht mehr. Okay. Kann ich hier noch erweitern? Nee, gut. Nur den. Und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Nahrung. Auch noch so ein Ding. Da erforschen wir gerade was für, aber wir dürfen natürlich nicht uns darauf ausruhen. Wo gibt es denn weitere Nahrung? Da unten. Und was haben wir hier? Fruchtbare Erde. Ah, da brauchen wir einen Tiefenschmelzbohrer. Ich sehe schon. Hier nicht, oder? Nein. Also hier würde... Oh, ja, das ist doch geil. Hier haben wir sogar schon frei. Ja, wunderbar. Dann nehmen wir doch einfach das da. Ich kann es mir gar nicht leisten. Wir haben keine Wärmemarken mehr. Oh. Okay. Wie kriege ich da neue Wärmemarken? Was sind denn hier Wärmemarken? Die da. Einkommen plus 13 die Woche. Okay. Also wir müssen kurz warten. Na gut. So, hier ist gebaut. Wie sieht's? Oh, das hat nicht viel gebracht. Wow. Ich kann nochmal erweitern. Gut. Wir können auch Sachen machen, ne? Wir können auch den Gürtel enger schneiden lassen und alles sowas, aber dann sind die Leute halt auch nicht so glücklich, leider. Wäre aber eine Möglichkeit. Hier, wir können ja nur den Ordnungswahnsinn-Gürtel enger schneiden. Waren das überhaupt? Verstrecker mobilisieren. Was? Elitewachen aufstellen, die nach Ermessen des Oberhaupts eingesetzt werden. Aha. Gut zu wissen. Was macht ihr so? Versprechen geben, Tagesordnung stattgeben. Oh, haben wir denn schon wieder? Ja, haben wir. Gesetz vorschlagen geht schon wieder. Überleben statt Gesellschaft oder Regierung. Warum leuchtet es hier? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde aber gerne was für Überleben, glaube ich, machen. Aber warum leuchtet das hier? Ich muss mal kurz gucken. Wachvollstrecker. Geleitetes Wählen. Okay, ich kann hier noch umschalten. Zusatzstoffe, keine Regeln festgelegt. Es gibt keine Vorgaben für die Art der Zusatzstoffe, die in Krisenzeiten in Nahrung enthalten sein dürfen. Da steigt die Produktionseffizienz von Nahrung, aber Krankheiten auch. Waren, keine allgemeinen Regeln. Warenbedarf pro Kopf sinkt. Produktionseffizienz von Waren steigt. Aber das ist doch nur gut dann, oder? Es gibt keine besonderen Standards. Haltbare Waren. Wenn ich jetzt hier draufklicke. Okay.
Dann haben wir entweder haltbare Waren, da sinkt halt der Warenbedarf, oder massenproduzierte Waren und die Produktion steigt. Ich verstehe. Also das könnten wir hier machen. Und wie sieht das hier aus? Bürger werden etwas Nahrung bei ruhigem Wetter bereitstellen. Nur natürlich gesammelte Zutaten dürfen für Nahrung verwendet werden. Wir werden unsere Leute daran schulen, sie im Frostland zu sammeln. Ja, aber kann ich denn gar nichts mehr anbauen? Das wäre doof. Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, ob das dann heißt, dass ich gar nichts mehr anbauen kann. Finde ich nicht so geil, ehrlich gesagt, wenn das jetzt so ist. Was haben wir hier? Vertrauen erhöhen, Produktionseffizienz erhöhen. Wärmemarken. Bezahlte Grundbedarfsdeckung. Die Bevölkerung muss für alles Lebensnotwendige wie einfache Rationen und Kleidung eine kleine Gebühr zahlen, um Verantwortung zu fördern und Arbeit zu belohnen. Ich weiß gar nicht, warum die Menschen das nicht mögen. Produktionseffizienz steigt gleich und Wärmemarken steigen. Da sind aber wohl nicht so viele dafür, wenn ich das hier sehe. Das wird unterstützt von den Ordnungswahrern. Okay, zurück. Gemeinnützige Arbeit. Da haben wir das auch. Oh, hier ist richtig gut. Guck mal, das mögen die alle. Stadtentwicklungsmaßnahmen. Alle müssen sich an der Produktion der Fertigbauteile beteiligen, um die Erweiterung der Stadt zu unterstützen. Eine kleine Menge von Präfabs wird im Hauptbezirk produziert. Und das mögen die auch noch. Na, so was. Dann machen wir das doch, oder? Wenn die das eh gut finden, das finden die Neulondoner gut und die Ordnungswahrer. Ja, geil. So, vorgeschlagen. Ja, da können wir einfach abstimmen. Da müssen wir gar nichts machen. Das scheint ja gut angenommen zu werden. Ja, wunderbar. Mensch. Also Politik können wir, oder? Gesetz wurde verabschiedet. So, Stadtentwicklungsmaßnahmen verabschiedet, gemeinnützige Arbeit haben wir jetzt. Wunderbar. Oh, das lieben alle. So. Die sind immer noch unterwegs. Gut. Ich will nichts mit dieser verschwenderischen, unnachhaltigen Entwicklung zu tun haben. Oh, was haben wir hier? Sue Miller, 12, Straßenkind. Lust auf Stunk. Cindys Papa hat ihr eine Gouvernante besorgt, als wäre sie eine Herzogin oder so. Nicht mit uns. Haben die kleine Schlampe schön fertig gemacht. Ferguson Jungs lernen das auch noch. Wenn die sich wieder an uns ranmachen wollen, holen wir die Klingen raus und drohen ihnen die Augen auszustechen. Das wird lustig. Aber eigentlich wollen wir uns richtig fetzen. Nur kurze Klingen. Na, wer will spielen? Was ist mit der nicht in Ordnung? Die ist 12. Da die Kindheit nicht gesetzlich geregelt wird, steigen die Spannungen in der Stadt. Ja, blöd. Können die nicht ein bisschen gemeinnützige Arbeit im Zentrum machen? Dann hat man auch gar nicht mehr so Bock, sich zu fetzen, oder? Naja. Wir müssen was mit der Wohnsituation noch machen. Okay, hier kann ich nicht mehr erweitern. Wir werden noch ein Wohnungsdinges bauen müssen. Da kommen wir, glaube ich, nicht drum rum. Aber die Nahrung geht uns auch aus. Ich mache jetzt mal Nahrung. Bringt ja nichts, wenn wir 1000 Wohnungen haben und keine Nahrung. Ich hoffe irgendwie immer noch auf diese Dinger, die man hier in die Mitte stellen kann. Deswegen will ich da nichts hinbauen. Deswegen baue ich hier so seltsame Förmchen. Okay. Hier haben wir auch gleich. Dauert nicht mehr lang und da unten auch. Ich traue mich jetzt nicht zu schnell zu machen. Wir könnten vielleicht. Warte mal. Ja, die Wärmemarker sind echt nicht geil. Und, na gut, Arbeitskräfte haben wir genug. Also ein bisschen Eis könnten wir noch. Ah, nee, da brauchen wir die auch. Okay. Gut, denn nicht. So, 28 Wohnungen fehlen, 91 Nahrung. Na gut, da kümmern wir uns gerade drum. So, hier sind wir fertig. Kinder, ja? Kinder ist ein Problem. Okay, was haben wir denn für Kinder? Nicht genug Wärmemarken haben wir. Aber hier wäre Jugend. Wie viele brauche ich denn? 50. Na gut, dann warten wir noch kurz. Ausgewählte Forschung verbessert die Beziehung. Ja, das ist ja nett. Sehr schön. Die Frostländer sind wieder happy mit uns. Immerhin. Ich meine, die Kinder sind doch auch glücklich, oder? Ich meine, die hatte doch voll Spaß gerade. Ach komm, so eine kleine Keilerei mit Messern.
Ist jetzt auch nicht so schlimm, oder? Die Kinder müssen halt auch die harten Realitäten des Lebens kennenlernen. Da kann man nicht früh genug mit anfangen. Ich finde, mit 12 ist die da fast schon zu alt für. Das hätte die schon mit 4 machen sollen. Okay, was haben wir jetzt hier? So, wir haben Dinge gefunden. Rostiger Motor. Die abgesprengte Sekundärtriebwerk. Das abgesprengte Sekundärtriebwerk eines Dreadnought. Unter seinem Rumpf fanden wir einen Kern, ein nicht reproduzierbares Bauteil aus der Zeit vor dem Frost, mit dem wir unsere fortschrittlichste Technologie betreiben können. Die Risse im Eis deuten darauf hin, dass der Dreadnought schon vor langer Zeit zur gefrorenen Bucht gefahren ist. Ja, aber das will ich doch gar nicht. Nee, ich will doch nur Kohle. Was haben wir hier? Observatorium kriege ich auch keine Kohle. Kriege ich nur Leute? Nee. Hier. Verlassene Kohlemine. Mögliche Siedlung. In diesem Minenkomplex lebten vor langer Zeit Kinder. Als sie älter wurden, zogen sie nach Neu-London. Die letzten Bergleute wurden zwar vom Captain nach Haus beordert, aber wir wissen, dass in den Schächten noch Kohle liegt. Der Zugangsweg ist im schlechten Zustand, aber wir haben ein Lagerhaus mit Fertigteilen entdeckt, die vom Captain für die Verbesserung des Pfades vorgesehen waren. Wir könnten die Teile mitnehmen oder dort lassen, falls wir die Mine in Zukunft nutzen möchten. Wir benutzen die. Ich sehe es doch schon kommen, dass das ganze Ding einstürzt. Wir benutzen die, weil wir wollen die Kohle und nicht die Fertigbauteile. So, ein Minenkomplex, der einst von Kindern bewohnt wurde, die mittlerweile in Neu-London leben und dort zu den Ältesten gehören. Ein Außenposten an diesem Standort könnte unsere Vorräte um 250 Kohle erhöhen, bis sein Vorkommen von 448.000 Kohle erschöpft ist. Ja, geil. Bau ein Pfad oder Luftweg? Luftweg geht scheinbar nicht. Hier steht zumindest nur Pfade verbinden. Mhm. Wo muss das hin? Ja, okay. Da? Was mache ich denn jetzt hier? Ich weiß es nicht. Ach so, ich soll... Oh Gott. Hä? Ich bin gerade ein bisschen überfragt, was ich damit machen soll. Nee. Also hier hat es gerade so ein bisschen geflackert, aber... Nö. Kann mir mal jemand erklären, wie das geht? Pfadbau. Mhm. Also eigentlich müsste ich es machen können. Ich habe eigentlich genug Zeug. Ach so. Oh Gott. Okay, verstehe. Meine Wärmemarken reichen leider nicht. Also wir können, bis hier kommen wir schon mal, aber nicht weiter. Warte mal. Nee, klappt nicht. Ja, da kommen wir leider nicht hin. Das würde reichen, ne? Weil wir müssen ein bisschen mitdenken. Aber warum ist denn das hier überhaupt schon markiert? Reicht das schon, wenn ich da hingehe? Was ist denn das hier? Warte mal. Das würde dann gehen. Nee. Also ganz verstehe ich... Also wir werden wahrscheinlich später auch hier andere Sachen mit verbinden müssen, ne? Das ist mir jetzt irgendwie schon bewusst. Ich verstehe nur nicht, warum hier eigentlich schon eine Verbindung ist. Da bin ich mir jetzt unsicher. Okay, aber wir kommen ja hier hin dann. Also machen wir erstmal so. Ah, weil hier das ist. Ah, haha. Okay, ich verstehe. Na, wir müssen jetzt noch ein bisschen sparen. Das können sie ja schon mal bauen. Wir gehen mal so lange zurück, bis wir die anderen noch angespart haben. Okay, verstehe. Na, so langsam. So schwierig ist das ja alles nicht. Okay, der ist fertig. Ich würde den eigentlich gerne ausbauen, aber es ist zu teuer. Was auch nicht ist. Ah, immerhin. Also das ist schon mal nicht so schlecht hier gerade. Mhm. Ah, wir haben's.
Wir haben's, wir haben's. Moment. So, von hier jetzt nach hier. Okay. Nein, warum nicht? Ach, es fehlen 10 von den Dingern. Okay. Gut, gut, gut. Moment. Jetzt. Okay, bisschen dämlich, aber gut. Nein, zurück bitte. Nur jetzt von hier nach hier. Dann müsste das jetzt hoffentlich funktionieren. Ich hoffe. Okay. Wenn das gebaut wurde, müsste ja was kommen. Oh, was ist denn hier? Ja, da ist gleich Ende, nämlich mit der Kohle. Gut. Es ist schon Ende quasi. Wir haben 0. Nein, nee, ein paar sind noch drin, aber nicht mehr viel. Okay. Das war auch gerade die Ansage wahrscheinlich, ne? Ich habe die nicht richtig mitgeschnitten, ehrlich gesagt. Nein, halt, halt, zurück, zurück, zurück. Man darf nicht reinzoomen, dann fängt es an. Oh. Vorkommen fast erschöpft, Kohle wird knapp. Überhaupt, ein paar der Kohlevorkommen dieses Bezirks sind bald erschöpft. Die Ordnungswahre und die Neulondoner glauben, sie könnten mit Hilfe von Sprengstoff tiefere Kohleadern freilegen. Die Frostländer wollen stattdessen Kinder in engere Tunnel schicken. Oh gut, da kenne ich so einen 12-Jährigen, um nach übersehenem Erz zu suchen. Manche haben das als Kinder selbst gemacht, im Außenposten verlassene Mine und es unbeschadet überstanden. Sollten wir eine dieser Ideen unterstützen, um das Kohlevorkommen zu strecken? Ha. Also wenn wir das machen, sprengen, verbessert sich die Beziehung zu Neulondoner und Ordnungswahrer. 10% bringt das. Bei Kindern bringt es 15% und die Frostländer, die uns ja eh schon mögen, finden es geil. Aber ich sehe schon die Nachricht. Die Kinder sind alle da unten verreckt. Ich mache den Sprengstoff. Ich schicke da keine Kinder runter, die sind eh schon sauer auf mich. Ich lasse die Kinder mal in Ruhe. So, was ist denn jetzt aber hier mit unserem Vorkommen? Wir haben doch Vorkommen. Der Pfad besteht, also eigentlich. So, Anforderung 10. Vorkommen Kohle hier. Produktion 250. Über Pfade nach M. Also, so wie es aussieht, sollte es eigentlich klappen. Aber warum habe ich denn den Punkt hier nicht erfüllt? Das verstehe ich nicht. Wir haben das doch. Wir haben es geschafft, eine dauerhafte Quelle zu finden, oder nicht? Weiß auch nicht. Und was heißt denn jetzt hier? Wartet mal. Ich habe es gerade gesehen. Anforderung 10 davon. Immer wieder 10 oder einmal 10? Also ganz verstehe ich es noch nicht. Also hier haben wir das jetzt angezeigt. Okay, ist aktiv. Scheint zu klappen. Wir haben jetzt nur 5 von den Markern. Wir kommen nicht woanders denn noch, ne? Wir brauchen mal 10. Also das scheint irgendwie nicht zu zählen als das, was wir eigentlich finden wollten, scheinbar. Hm. Gut. Kann ich mir hier die Technologie noch holen? Ja, können wir tatsächlich. Einheiten bestehen aus Speeren. Okay. Das machen wir mal. Wir haben noch 5 übrig gehabt, deswegen. Aber ich bin mir nicht sicher, warum das jetzt nicht hier geklappt hat. Das ist doch eine dauerhafte Kraftstoffquelle, oder nicht? Wobei dauerhaft vielleicht auch eher nicht. Na gut. Gucken wir mal. Wir machen weiter. So, immer noch zu wenig Futter. Aber viel fehlt nicht. Also wir versuchen mal hier ein paar Dinger drum zu bauen. So, ein bisschen erweitert. Unser Dingens. Moment. Konnten wir noch gar nicht hier weitermachen, ne? Wir haben, ich weiß nicht, wir haben gerade nicht genug von den Dingern, aber ich gucke trotzdem gerade mal. Das Gewächshaus wäre jetzt vielleicht echt keine schlechte Idee. Die sind uns ruhig gesonnen. Ja, geil. Das hier ist immer noch neutral, ne? Okay, weiß ist neutral, das hier ist wohlgesonnen. Aus irgendeinem Grund mögen uns die Ordnungswahrer jetzt, obwohl ich eigentlich gar nicht mit denen zu tun haben wollte. Na gut. So, das klappt. Oh ja, wir sehen es hier oben sogar, ne? Das ist nicht vom Sprengstoff, oder? Hoffe ich. Warte mal, wir sollten eigentlich 270 momentan kriegen.
Aber wieso habe ich dann 165? Wenn ich doch auch noch von da draus... Hier, verlassene Mine 250, Staubkohle Mine 150, Förderbezug 120. Ach, das ist nur noch der Überschuss, ey. Ah, okay. Okay. Ja, das... Ich weiß nicht. Eigentlich müsste es abgehakt sein. Wird nicht abgehakt. Ich... Keine Ahnung. Wir haben jetzt wieder 5. Damit können wir aber nicht viel machen. Wir brauchen 10 für weitere Exkursionen, sage ich mal. Was kostet uns das hier? 5. Ah. Wohin war die aus dem Observatorium? Dieses hochaufragende Gebäude zieht Gesetzlose und Plünderer an, die lieber an kalte Abgeschiedenheit zusammenleben, als sich an die Gesetze Neu-Londons zu halten. Seit dem Einsturz des Observatoriums ist die Siedlung geschrumpft. Einige sind womöglich bereit, ihre Situation zu überdenken und uns in die Stadt zu folgen. Nee, spar auf die 10. Ich brauche keine Leute. Wir haben genug Leute. Feuer am Schacht, Kohle wird knapp. Oberhaupt, in unserer Kohlemine ist ein Feuer ausgebrochen. Wenn wir nichts tun, verlieren wir die Mine und den Kohlevorrat. Rettungskräfte der Ordnungswahrer, die sich an der Aktion beteiligen, sagen, dass wir die Mine retten können, indem wir die Luftzufuhr zum Schacht abschneiden und so die Flammen ersticken. Einige der Leute, die in der Mine arbeiten, haben die Mine noch nicht verlassen können. Sie werden dabei ebenfalls ersticken. Ja gut, aber sie würden auch verbrennen. Nachdem wir die Krise in der Staubkohlemine bewältigt haben, werden wir uns darum kümmern, dass so etwas nicht nochmal passiert. Also ganz ehrlich, wir verlieren die Leute eh. Es brennt und sie kamen noch nicht raus. Also war es das mit denen. Achso, wir können sie evakuieren, okay. Scheiße. Ich hatte gehofft, das steht geil zur Verfügung. Unsere Menschlichkeit ist uns mehr wert als eine Kohlemine. Die Bergleute werden gerettet, die Staubkohlemine wird zerstört und die... Oh. Ich meine, die war jetzt eh schon knapp, aber... Wir retten das Kohlevorkommen. Einige der Leute, die in der Mine arbeiten, werden sterben. Oh, ja, shit happens, ne? Das Wohl vieler gegen das Wohl einiger weniger? Kann man das so... Oh, ist echt scheiße, ne? Aber ganz ehrlich, die Kohle... Also da ist ja nicht mehr viel Kohle drin, aber dennoch... ist die Kohle essentiell gerade, also deutlich wichtiger noch, als ein paar Menschen. In echt würde ich die Entscheidung niemals treffen können, aber hier jetzt im Spiel ist doch die Kohle wichtiger als die paar Menschen, weil wenn ich noch mehr Menschen habe, also wenn ich die ganzen Menschen habe, aber keine Kohle, dann sterben sie halt, weil sie erfrieren. Also ganz ehrlich, ich rette die Kohle. Ich weiß, das ist jetzt super hart, aber das scheint mir klüger zu sein. Damit nicht die ganze Stadt erfriert. Ah, hat dir nicht so gefallen. Oh, 104. Das sind aber viele. Ich dachte, sterben weniger. Tja. Ah, hier ist noch 38k Kohle drin. Also. Er war schon nötig. Oh Gott. Man fühlt sich hier immer wie ein mieses Arschloch irgendwie. Aber gut. Kann man nicht ändern. Kann man nicht ändern. So. Wir sind am Folgenende, Leute. Gut, ja. Mit dieser dramatischen Musik gerade, die mich darauf hinweist, dass ich gerade echt Doofes gemacht habe. Also Fieses gemacht habe. Aber irgendwie muss man sich ja entscheiden. Leute haben wir genug. Ich meine, aber nicht Kohle. Ah, was habe ich da getan? Also, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.